Hallo ihr Lieben und einen schönen Samstag oder ein schönes Wochenende. Je nachdem, wann ihr dieses Video schaut, kann es natürlich theoretisch auch sein, dass das Wochenende schon vorbei ist. Ich habe hier erstmal einen Wochenendimpuls für euch. Diese Legung ist natürlich auch immer so ein bisschen zeitlos. Das heißt, selbst wenn du aus irgendeinem Grund auch immer jetzt auf dieses Video aufmerksam geworden bist, dann kann es sein, dass du hier jetzt eine wertvolle Information für dich findest. Nichtsdestotrotz, heute ist der 10.10. Das heißt, ja, schauen wir uns mal an für alle die jetzt auch heute oder morgen schauen, Impulse für das Wochenende, in dem wir uns jetzt bereits befinden. Also, das Erste, wo ich darauf eingehen möchte, ist hier die oberen Karten aus dem Lenormand. Wir haben, oh mein Gott, das sehe ich ja jetzt erst. 222, also die Wege oder die Kreuzung 22 der Klee die 2. Wir haben hier also eigentlich schon die Überschrift, hey, du bist auf dem richtigen Weg, du bist beschützt. 2 ist für mich immer die Zahl, ich habe sie hier auch auf meinem Tattoo, tätowiert auf meinem Handgelenk. 2 ist für mich immer die Zahl, wenn ich die sehe, sagt es mir, oder habe ich immer das Gefühl, die geistige Führung kommuniziert mit mir, hey, du bist auf dem richtigen Weg, mach dir nicht so viele Sorgen, das wird schon alles klappen, das wird schon alles gut ausgehen, ne? Und selbst wenn es vielleicht Aspekte gibt, wo mein Ego vielleicht denkt, oh, es sollte auf eine gewisse Art und Weise ausgehen, würde ich sagen, hier bleib auch ein bisschen offen und locker, auch hier mit der Energie des Fools, bleib eben hier und jetzt, was quasi das Universum, wo ich ja auch mal sage, der Klee ist ja glückliche Zufälle, die es nicht gibt. Dementsprechend haben wir hier eigentlich für mich persönlich immer die geistige Welt, die so ein bisschen ja im Hintergrund die Arbeit leistet. Und wenn hier also eine Situation ist, wo du sagst, ja, aber das ist ja alles nicht gut ausgegangen für mich, vielleicht wirst du im Nachhinein feststellen, eigentlich jetzt im Nachhinein betrachtet, hat das vielleicht Platz gemacht für irgendwas ganz Bestimmtes, was dann in mein Leben kommen sollte. Oder vielleicht hat mich das hier in einen Prozess reingebracht, der mich verändert hat und der mich da deshalb vorbereitet hat auf etwas, was dann im Nachhinein gekommen ist. Vielleicht wirst du quasi dann im vielleicht ein paar Wochen später, Monate später oder sogar 1, 2, 3, 4 Jahre später erkennen, dass diese Situation, wo hier 222, ne, wo eigentlich gesagt wird, alles läuft nach Plan und es ist schon alles in Ordnung und es wird alles gut, dass du vielleicht da erkennst, hey, vielleicht war diese Situation damals wirklich gut, auch wenn es vielleicht ein bisschen schmerzhaft oder anstrengend war, mich durch eine Sache durchzuarbeiten. So, also kommen wir aber mal abgesehen, dass ich jetzt gerade hier abgegangen bin auf die Nummern, die wir hier oben sehen, sehen wir die Wege und wir sehen den Klee. Zum einen habe ich das Gefühl, es kann sein, dass sich jetzt hier mehrere Wege auftun oder dass mehrere Möglichkeiten für dich reinkommen, welche ich aber als sehr positiv empfinde. Das heißt, es kann jetzt sein, wann immer du dieses Video siehst oder jetzt auch speziell für dieses Wochenende, dass sich wirklich sehr positive Wege auftun, die auch mit dem Klee, wie gesagt, mit meiner persönlichen Interpretation, da vom Universum und von der geistigen Welt so herbeigeführt wurden. Du hast natürlich hier die freie Wahl, welchen Weg du gehst, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir hier auch an so einer Kreuzung sind, wo man jetzt nochmal entscheidet, hey, in welche Richtung geht es denn jetzt weiter? In welche Richtung möchte ich vielleicht auch weitergehen? Also ich glaube schon, dass wir hier für viele das Thema Entscheidungen einmal sehen. Glückliche Entscheidung, vielleicht wird auch eine Entscheidung von jemand anderes getroffen, die aber eigentlich hier sehr positiv ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja jetzt diesen Aspekt reingebracht mit von wegen, ha, ja, auch wenn vielleicht das alles wird gut, 222, auch wenn es vielleicht im ersten Moment sich nicht nach deinem Plan entwickelt. Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, mit den anderen Karten, die ich hier liegen habe, habe ich schon das Gefühl, dass du in sehr, sehr kurzer Zeit, wenn nicht sogar jetzt in diesem Moment schon fühlst, ah ja, ich merke hier, da ist tatsächlich eine positive Veränderung, auch für was mein kleines Ego-Herz vielleicht möchte. Das Beste ist immer, wenn man selber in Übereinstimmung ist mit dem Seelenplan, ne? Also wenn du in Alignment, wie man so schön sagt, bist mit deinem höheren Selbst. Und wenn dein höheres Selbst und du, wenn ihr beide zusammenarbeitet, dann manifestieren sich die Dinge tatsächlich auch schneller. Und dann ist es tatsächlich auch so, dass man sagen kann, hey, das, was ich möchte, ist auch das, was mein höheres Selbst möchte. Und dann geht es geradeaus quasi darauf zu. Nun ist es aber manchmal so, dass wir vielleicht die Stimme unserer Intuition, unseres höheres Selbst nicht
ganz klar hören können, weil wir vielleicht auch einfach nicht darauf vertrauen. Der Hierophant, der hier ist, sagt auch aus, vertraue. Also für mich ist der Hierophant eben so eine ganz starke ja, Karte, auch wiederum hier für das Göttliche, für das Universum, für den Glauben, verliere den Glauben nicht hier, ne? Aber auch eben Vertrauen. Vertraue auf das Leben, auf den Fluss des Lebens. Genau. Und ich habe das Gefühl, gerade wenn du da auch, wie gesagt, in Übereinstimmung bist, weil du immer mehr auf deine Intuition hörst, ne? Und immer ja, mehr Entscheidungen triffst hier, die dich auf deinen Herzensweg bringen, weil du Entscheidungen heraustriffst aus dem, was dein Herz dir sagt. Dann habe ich das Gefühl, wirst du immer mehr die Stimme deiner Seele hören und ganz genau wissen, hey, was ist denn für mich persönlich, nicht für irgendwen anders, aber was ist für mich persönlich richtig und was ist falsch? Und ja, wenn wir uns jetzt einmal hier unten die Kartenreihe anschauen, ich hatte es ja gerade schon erwähnt, ich habe das Gefühl, dass für viele dieses Wochenende überaus positiv wird, egal in welchem Bereich. Und schaut mal, welche Karte ich hier schon wieder habe. Habe ich es nicht gesagt? Ich raste jedes Mal neu aus, ne? Die Karte Natur wieder. Diesmal habe ich das Gefühl, werde ich sie auch komplett vorlesen. Und ich komme auch da noch zu, ich habe da noch eine andere Botschaft auch bekommen. Aber bevor ich dies tue, gehen wir einmal auf die unteren Karten hier ein. Hierophant, Vier der Stäbe und der Fool, also der Narr. Erstmal habe ich das Gefühl, dass alle Karten durchweg eine extrem positive Schwingung mit sich tragen. Ob das jetzt im Beruf ist, im Privaten oder in welchem Aspekt auch immer, was auch immer deine Situation ist, deine Frage ist, was auch immer, ich sage mal, dein Problem ist, in Anführungsstrichen, ich habe das Gefühl, was auch immer das für dich ist, es wird in diesem Wochenende werden hier positive neue Wege beschritten. Ich habe auch das Gefühl, du wirst immer mehr in Verbindung sein mit dem höheren Selbst, mit deiner Intuition, was auch gleichzeitig durch die Natur unterstützt wird. Also in die Natur zu gehen, sich mit der Natur verbinden, bedeutet auch gleichzeitig, dass du dich wieder mit dir selber verbindest. Also da schon mal einmal auf den Aspekt drauf. Die Karte 4 der Stäbe ist grundweg eine positive Karte. Da kannst du dich zum Beispiel zu Hause mitfühlen. Ne? Das ist so, diese Karte würde sagen, hey, in einer Beziehung oder am Arbeitsplatz fühle ich mich zu Hause. Wenn deine Frage finanzieller Natur geht, dann würde auch das bedeuten, hey, da kommt etwas Positives rein. Guck mal, vielleicht kommt hier überraschend. Ich weiß, der Klee steht nicht für Überraschung, aber für das Glück. Es kann sein, dass hier also glücklicherweise irgendwie Geld reinkommt, wenn dies hier eine Situation ist, wo es für dich in erster Linie um Geld geht. Der Fool würde dann wieder sagen, hey, da ist neue Leichtigkeit. Vielleicht kommt unerwartet Geld rein, neue Leichtigkeit oder irgendwas ist wieder auf Null gesetzt, ne? Neustart, Neuanfang. Wenn es hier um die Arbeit geht, kann das genauso gut sein, dass wir hier wirklich sehr, sehr positive Aspekte haben auf der Arbeit, dass sich entweder eine Situation löst, ne, dass da Entscheidungen getroffen werden. Hab Vertrauen auch in das Göttliche. Da werden Entscheidungen getroffen. Der Hierophant auch eine unfassbar spirituelle Karte natürlich. Ne? Es kann hier auch wirklich um das Thema Spiritualität auch nochmal zusätzlich gehen. Kommen wir da gleich nochmal drauf ein. Aber es kann sein, dass auch wirklich hier mit dem Fool ein Neustart ist. Entscheidungen werden getroffen. Da wurde ganz viel im Hintergrund gearbeitet. Auch wenn du vielleicht eine Zeit lang gedacht hast, boah, geht alles den Bach runter oder boah, da bewegt sich ja gar nichts. Ich habe das Gefühl, wir gehen hier jetzt langsam wieder in die Bewegung, in den Neustart. Ein neues Kapitel mit dem Fool geht los. Der Fool würde aber auch sagen, hey, wenn es da irgendwas gibt, wo du gezögert hast, etwas Altes zu verlassen, ne, irgendwas Altes hinter dir zu lassen, dann sagt der Fool auch aus, Neustart, aber er sagt auch aus, hey, wage den Sprung ins Unbekannte. Habe Vertrauen in dich und deine Intuition. Und du wirst in ein neues Kapitel gehen. Und auch auf diesem neuen Kapitel werden natürlich wieder Herausforderungen kommen, aber das ist das Leben und da lernst du dann weiter. Aber ich habe das Gefühl, du steigst hier eine Stufe im Prinzip auf. Kommen wir mal zum Thema Liebe. Hier auch im Thema Liebe, das ist eine Heiratskarte, das ist eine Heiratskarte. Das kann sein, dass vielleicht manche von euch kriegen hier einen Heiratsantrag. Leute, wenn das der Fall ist, raste ich aus und dann schreibt mir das, wenn einer von euch an diesem Wochenende einen Heiratsantrag bekommt oder heiratet. Oder hier irgendwas mit einer Hochzeit ist, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare, weil dann raste ich wirklich aus. Weil diese Karten sind wirklich
sehr stark auf, zumindest, ja, wie ich schon sagte, Hochzeit, Hochzeit, Neuanfang, neue Leichtigkeit, das Leben genießen, im Hier und Jetzt sein. Der Fool, der Narr, geht es auch darum, hier im Jetzt vollkommen auch anzukommen. Und natürlich dann auch in ein neues Kapitel zu gehen. Aber der macht sich nicht so viel Gedanken über das, die Zukunft oder die Vergangenheit. Der ist wirklich voll und ganz präsent im Jetzt. Und genau, der Hierophant, der vereint auch zwei Leute unter einer Glocke. Dementsprechend ist das, und es geht um Tradition, um Rituale. Dementsprechend, wie gesagt, kann es hier wirklich um das Thema Hochzeit gehen. Es kann darum gehen, dass eine Beziehung neu startet. Es kann darum gehen, dass eine Beziehung in die nächste Phase geht. Es kann darum gehen, falls du in einer Single-Situation bist, vielleicht lernst du hier jemanden kennen. Hab Vertrauen, genieße das Leben, triff dich mit Freunden, bring die Energie der Freude in dein Leben, der Freude und der Leichtigkeit, weil mit Vertrauen, Freude, Leichtigkeit ziehst du Leute wie ein Magnet an. Und es geht hier nicht um irgendwen anziehen, also nicht um Leute anziehen, sondern es geht im Prinzip darum, wirklich Seelenpartner oder die Seelenfamilie anzuziehen mit dieser hohen Schwingung der Freude. Und das wiederum funktioniert, wenn du dein Herz, deinem Herzen folgst, ne? Mache die Dinge, die dir gut tun, die dir Stabilität geben, die dir Freude bereiten. Das kann auch sein hier, dass du ein unfassbar tolles Wochenende haben wirst mit Freunden, ne? Die Karte 4 der Stäbe kann auch wiederum das sein. Also ihr seht schon, wo ich hin will. Eigentlich wirklich in jeder Hinsicht hier. Ich gebe euch ja immer mehrere Beispiele, deswegen ist es Kartenlegung jetzt auch ein bisschen länger geworden, weil ich weiß, ihr mögt es immer ganz gerne, wenn ich so ein paar andere Beispiele gebe für andere Lebensbereiche. Aber ich denke, es wird klar, worauf das hier jetzt einfach auch hinausspielt. Es kann hier auch, wie gesagt, das ist auch Tradition, was ich ja auch schon sagte, der Hierophant, Tradition, Urvertrauen, Gottvertrauen, den Glauben an eine Sache hier. Und theoretisch könnte es theoretisch sein, dass wir hier so eine Art spirituellen Test vielleicht haben. Ja? Denn das ist, wie gesagt, Spiritualität auch ganz stark. Und der Fool, ein anderer Aspekt des Fools ist ja auch der, dass der vielleicht noch sehr unbefangen ist, dass er sehr naiv ist, weil er gerade erst rausgeht in die Welt. Wir haben auch das Thema spielerisch, also spielerisch sein und neugierig sein hier. Wenn wir aber den Aspekt haben, dass hier vielleicht eine Situation ist, wo man vielleicht noch ein bisschen neu und unerfahren ist mit dem Narren, dann kann es sein, dass wir hier eventuell auch einen kleinen Test haben, insbesondere mit dieser Karte. Aber ich habe das Gefühl, selbst wenn es ein Test ist, da dürfte sich eigentlich alles echt gut anfühlen hier. Weil ich, ja, wie gesagt, ich dachte mir, ich bringe dieses Thema Test einmal mit rein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, alle Karten hier sind unfassbar positiv, wirklich. Was ich jetzt einmal mache, einmal möchte ich sagen, was ich hier bekommen habe, weil ich habe die Karte schon wieder bekommen und ich dachte, Leute, warum kriege ich denn Natur, Natur, Natur? Und zum einen sagt es natürlich aus, hey, geh in die Natur, verbinde dich mit der Natur, damit du in deine Mitte kommst, in deine Balance. Die Natur ist heilend. Und auf der anderen Seite dachte ich dann, naja, vielleicht soll das aber noch mal eine zusätzliche Botschaft sein, dass wir alle ein bisschen aufmerksamer sein dürfen mit unserem Verhalten der Natur gegenüber. Siehst du in der Umwelt irgendwas? Es gab Zeiten, da hatte ich in meiner Tasche immer eine kleine Mülltüte, um Müll aufzusammeln, weil ich das war einfach Kacke. Also Müll irgendwo rumliegen lassen. Ist auch gleichzeitig ein Zeichen dafür, dass man keinen Selbstwert hat, weil ich persönlich bin es mir wert, dass ich in einer schönen Umgebung lebe. Deswegen gucke ich, dass ich meine Wohnung meistens, es sei denn, das kreative Chaos bricht aus, aber ne, dass ich meine Wohnung schön halte, dass ich meine Umgebung schön halte. Jemand, der Müll in die Natur wirft, da weißt du, der hat nicht ein hohes Selbstwertgefühl, weil dem das im Prinzip scheißegal ist, abgesehen von einem Bewusstsein, was auch noch nicht so ausgeprägt ist. Weil es ihm im Prinzip scheißegal ist, in welcher Welt er hier rumläuft. Ich möchte, dass wir alle auf einem sauberen, schönen Planeten rumlaufen. Und da gibt es unterschiedliche Schritte, was man machen kann, ne? Und jetzt neuestens wird mir immer wieder gesagt, dass ich, wenn ich irgendwas kaufe, wie Putzmittel, dass ich dann wirklich eine innere Stimme bekomme und sage, hey, aber nimm irgendwas, was ein bisschen besser für die Natur ist, weil es wird sonst schlecht abbaubar sein und es wird wieder zur Toxizität, sagt man das so, es vergiftet halt wirklich die Umwelt noch mehr. Und deswegen,
Das sind aber auch so kleine Abstufungen, wo ich im Prinzip sage, hey, dann integriert man die eine kleine Angewohnheit als erstes. Man muss ja nicht alles sofort komplett ändern, ne? Dann integriert man die nächste Angewohnheit. Und wie gesagt, bei mir im Moment, ich kann nicht mehr durch den Supermarkt gehen und gewisse Sachen kaufen, die ich vielleicht früher noch gekauft habe, weil mir dann direkt gesagt wird, ding, 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 willst du nicht ein bisschen aufmerksamer sein? Und ich so, ja, will ich, danke, okay. So, in diesem Sinne möchte ich uns jetzt einmal die Karte der Natur vorlesen. Der Engel der Natur tritt in dein Leben, um dich enger mit der Natur zu verbinden. Gehe in die Natur, sieh die Schönheit, lasse dich von ihrer Pracht mit heilsamen Energie auffüllen. Bist du lange nicht mehr in der Natur gewesen? Hältst du dich viel in geschlossenen Räumen auf? Dieser Engel flüstert dir heute zu. Kraft, Heilung und Verbindung zu den himmlischen Reichen kannst du in der Natur erfahren. Verbinde dich mit Mutter Erde. Fühle die Kraft eines Baumes. Lasse dich von der Schönheit einer Blumenwiese berühren. Öffne dich für den verzaubernden Anblick einer einzigen Blume. All dies sind für dich Möglichkeiten, Frieden, Kraft und Freude zu spüren. Bist du auf der Suche nach deiner Bestimmung? Dann ist diese Karte ein Hinweis darauf, dass die Natur und Mutter Erde Bestandteil dieser sind. Und wo ich das gerade vorgelesen habe, es kann natürlich hier auch um eine Art Lebenssinn gehen, ne? Vielleicht kriegst du irgendwie einen Geistesblitz und weißt jetzt, hey, ich weiß, in welche Richtung es weitergeht. Also ich muss ganz ehrlich, irgendwie die Energie von, um es mal jetzt in ein paar kurze Stichworte zu fassen. Ich habe das Gefühl, es geht an diesem Wochenende Entscheidungen, Wege. Neuanfang, neue Leichtigkeit, neue Phase, ganz viel universelle Helfer, die auch da mit Bestand haben und sehr viel Freude. Egal in welchem Bereich, also wirklich, was auch immer gerade dein Hauptthema ist, ich habe das Gefühl, mit diesen Karten hier geht es da in eine neue positive Runde und in einen neuen positiven Kreislauf vielleicht. Nein, ich sag mal nicht, nein, sagen wir nicht Kreislauf. Aber ja, und vielleicht für manche, wie gesagt, geht es hier wirklich auch um ein Commitment, also wirklich auch nochmal um die Anhebung einer Partnerschaft in eine neue Phase, gegebenenfalls eine Hochzeit oder wirklich ein Ja hier zu etwas. Ja, ein Ja zu etwas. Ja. Okay, und wisst ihr hier, ne, die 222, du bist auf dem richtigen Weg. Die Zahl 5 ist auch noch eine Zahl der Veränderung, also könnte theoretisch sein, auch hier, ne, dass hier wirklich aber eine extrem positive Veränderung reinkommt. Wir haben hier die 5, wir haben hier die 4 und die 0. Falls das für dich noch eine Bedeutung haben sollte, hast du sie jetzt auch einmal gehört hier. Aber ich habe ganz ehrlich das Gefühl, dass die nächsten, sagen wir mal, 48 Stunden oder wie gesagt, wenn du dieses Video ein bisschen später siehst, als Botschaft für dich. Aber es fühlt sich an wie ein bisschen Aufatmen, wie, oh, das ist jetzt auch ein bisschen weiter, das ist jetzt abgearbeitet. Finanziell sehr positiv, beruflich sehr positiv, privat auch unfassbar positiv. Wir gehen auf jeden Fall, wir dürfen etwas aufatmen, würde ich sagen. Okay, dann wünsche ich euch noch ein wundervolles Wochenende. Wir sehen uns ganz bestimmt oder hören uns ganz bestimmt nochmal wieder. Und ja, dann lasst es mich wissen, ob ihr resoniert. Wenn ihr resoniert, freue ich mich über einen Daumen nach oben, ein Kanalabo oder einen Kommentar. Und wie gesagt, all die Leute, die heiraten, mal bitte den Daumen hoch hier oder den Finger hoch, weil das würde ich unfassbar krass finden, weil es hier so ganz stark tatsächlich diesen Aspekt auch ja, hervorbringt. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe, schicke euch liebe Grüße aus dem Herzen von Avalon und bis zum nächsten Mal.